Glück auf, meine Kumpel und Maloja, und herzlich willkommen mal wieder zur Zweitliga-Kaderplanung. Diesmal nehmen wir uns die Position im offensiven Mittelfeld unter die Lupe. Und auch hier habe ich drei Kandidaten für euch mitgebracht. Und diesmal, kleiner Spoiler, gibt es keinen externen Neuzugang. Also ich plane wirklich mit den Spielern, die wir da haben. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an mit dem Backup vom Backup. Das wäre für mich Maden. Hat er aktuell, glaube ich, sogar ein oder zwei Spiele gemacht. Vielleicht werden es ja noch ein paar mehr werden. Und bin mal gespannt auf seine Entwicklung. Ich glaube, so als Zweitligaspieler kann er da vielleicht in dem einen oder anderen Spiel nochmal mehr spielen. Und passt vielleicht auch besser zu seinem Niveau. Kann er vielleicht sich dann gut entwickeln. Und würde ich auf jeden Fall erstmal mitnehmen. Weil der wird nicht viel verdienen. Du brauchst auch auf jeden Fall Spieler für die Breite. Und wenn er jetzt die ersten Bundesliga-Schritte macht, ist das, glaube ich, ein Junge, den du auch bedenkenlos dann mitnehmen kannst, zumindest mal als Kaderspieler Nummer 3 für diese Position. Dann Spieler Nummer 2 ist Aydin, auch er aus der Knappenschmiede. Ich halte ihn allerdings für talentierter als Maden, auch wenn er noch kein Spiel gemacht hat. Also was ich von ihm so bisher gesehen habe in der U19, fand ich schon sehr, sehr stark. Und ich glaube, dass er so der nächste Spieler sein könnte aus der Knappenschmiede, der dann nochmal für Furore sorgen kann. Und auch ihn würde ich dann mit hochnehmen, aufbauen. Er gehört ja auch zum älteren Jahrgang in der U19, wird deswegen auch dann nächstes Jahr nicht mehr in der U19 spielen dürfen. Von daher ist das, glaube ich, dann der richtige Schritt. Und ja, ihm würde ich dann auch gegebenenfalls ein bisschen Spielpraxis sammeln lassen, jetzt in den letzten Bundesligaspielen. Hoffe, der Gramozis macht das, damit er da nochmal gewappnet ist für den Profifußball, damit er da nächste Saison nicht ins kalte Wasser geworfen wird. Und Position Nummer 1, Can Bostogan. Ich hoffe einfach bei dem jungen Platz dann der Knoten in der zweiten Liga. Hat ja so gut angefangen in der Bundesliga. Zuletzt muss man ehrlich sagen, ist das nicht mehr ganz so gut. Vielleicht klappt es ja in der zweiten Liga. Alle drei Spieler können natürlich je nach Spielsystem auch im zentralen Mittelfeld spielen. Und ja, vielleicht so ein Can Bostogan auch über außen, je nachdem, wie wir da spielen werden. Ich kann mir sogar echt nicht vorstellen, dass wir da mit einem Zehner sozusagen spielen werden. Und wenn, natürlich dann nur mit einem Can Bostogan. So, schreib mal deine Meinung zu den drei Spielern in die Kommentare. Wünschst du dir hier auf der Position vielleicht noch einen externen als Zehner? Oder sagst du, ja, ich denke auch nicht, dass wir da mit so einem Spielsystem spielen werden? Weil ich glaube, dass wir da halt ohne Zehner agieren werden. Ich glaube eher, das wird so Richtung einem Sechser, zwei Achter gehen. Und natürlich können dann die drei genannten Spieler da auch aushelfen. Definitiv. Aber ich glaube, so als Zehner, so ein, glaube ich nicht, dass wir da so ein System mit einer Raute nochmal in der zweiten Liga sehen werden. Schreib mal deine Kandidaten in die Kommentare. Sag mal, siehst du das genauso wie ich oder würdest du da andere Spieler hinstellen, zukaufen und so weiter? Morgen kommt dann das Video zu den Außenstürmern. Das ist, glaube ich, sehr, sehr gefragt, das Thema. Und ja, dann kommt nochmal das Stürmer-Video. Heute auch im Livestream ab 22 Uhr. Würde mich freuen, wenn du vorbeischaust. Reden wir über Schalke im Livestream 22 Uhr. Abonnier am besten den Kanal, damit du das nicht verpasst. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao.